Viele kommen und sagen, boah, ich kriege überhaupt keine Punkte dahin, ich habe da nur Linien drin und sonst was. Ich lege das Messer ein, ich mache es mit der Schneide nach oben, man kann es genauso gut mit der Schneide nach unten machen. Dann sind hier zwei Kunststoffröhrchen drüber gesteckt, dass wenn ich hier jetzt mit der Schneide dagegen stehe, dass die Schneide nicht beschädigen soll. So, und das Schöne ist ganz einfach, das Messer hält hier von den zwei Magneten gehalten, einwandfrei. Ich habe nicht mehr wie mit meinem Katra oder so diese Wackelei mit links und rechts einstellen und da noch ein bisschen drehen und so. Ich habe es drin und ich kann messen. So, jetzt schalte ich das mal ein. So, jetzt habe ich hier drin, sieht man das mit mir? Ja. Jetzt habe ich hier drin diese Punkte und ich kann jetzt hier mit diesem Drehrad hier auf der Seite, kann ich das Messer nach links und rechts verschieben. Das Ziel ist, dass der Laser, der hier hinten raus scheint, exakt auf die Mitte der Schneide trifft, um dann hier diese Punkte zu produzieren. So, jetzt habe ich eigentlich vier schöne Punkte und jetzt gehe ich her und vermittle über diesen drehbaren Ring die Mitte. So, und jetzt sehe ich, ich habe auf der einen Seite 14 Grad, auf der anderen Seite habe ich 13 Grad. Warte mal, die Mitte ist nicht ganz getroffen, so ist die Mitte. So, auf der einen Seite habe ich 13 Grad und auf der anderen Seite habe ich 14 Grad. Das geht eigentlich für ein maschinell geschliffenes Messer. Was aber ist, diese ganzen Linien, die hier ziehen, komischerweise passiert mir das bei frisch ab Werk, also das Messer habe ich noch nie geschliffen oder so, passiert mir das immer. Da ist einfach, ich sage jetzt nicht, der Schliff ist schlecht. Nee, im Gegenteil, warte mal. Hier, das ist das Messer, das schneidet. Und das ist out of the box, noch nie benutzt und auch noch nie geschliffen. Also das schneidet einwandfrei. Und trotzdem zeigt sich mir so eine unklare Schneide. Ich kann ganz ehrlich überhaupt nicht festmachen, woran das liegt. So, und jetzt im Gegenzug dazu ein von mir geschliffenes Messer. Ich habe das jetzt gerade eben mal kurz rausgesucht, nur kurz für das Video. Ich habe keine Ahnung, wann ich das geschliffen habe, aber es ist auch schon eine Weile her. Aber man sieht hier einen ganz signifikanten Unterschied. Sieht man das so da drin? Ja. So, jetzt muss ich das noch vermitteln. Warte. Hier ist die Nulllinie. So. Hier habe ich auf beiden Seiten 14 Grad und es gibt hier keine Linien dazwischen. Hier ist ganz klar abgetrennt, wo das hingeht. So, und wenn ich hier verstelle, wie das seht ihr, da gehen die Punkte weg. Man sieht auch hier am Messer jetzt, sieht man das? Ja, hier geht es der Laser entlang. Wenn ich hier drehe, geht er weg. Ja, so, drehe ich wieder zurück. Jetzt seht ihr, jetzt ist der Laser außer der Mitte und trifft nicht auf die Schneide. So, also jetzt nochmal. Jetzt habe ich klare Punkte, vermittel das Ganze. So, und jetzt habe ich eine klare Anzeige, was für ein Winkel mein Messer hat. Also bitte lasst euch nicht verwirren, wenn ihr ein Messer habt, wo ihr unklare Anzeigen habt oder wo das so ein bisschen verwaschen ist oder was weiß ich. Das spielt keine Rolle. Wenn ihr das Ding mit der Tormek geschliffen habt, dann habt ihr eure vier klaren Punkte oder ihr macht einen Fehler. Soll es ja geben. Hey, ich weiß noch, wie ich angefangen habe, um Gottes Willen.